Hi zusammen, willkommen zu unserer ersten Trainingseinheit im Power BI Basic Training von Drive-In. Und schauen wir doch einfach mal, was ich euch heute mitgebracht habe. Ihr seht, wir haben hier einen relativ leichten Report, eine Sales-Analyse. Und ihr seht hier unterschiedliche Elemente in dem Report. Und schauen wir mal eine Seite weiter. Dort seht ihr, dass ich jedes Element auf einer Nummer zugeordnet habe. Und diese Nummern werden wir heute zusammen Schritt für Schritt durchgehen. Wir beginnen als erstes mit dem Hintergrundbild einfügen, danach eine Textbox, ein Logo und noch eine Textbox. Ihr seht das hier auch nochmal dargestellt. Und ja, lasst uns doch einfach mal starten. Als erstes müsst ihr Power BI öffnen. Und um ein Hintergrundbild einzufügen, geht ihr nun auf die Farbrolle. Page Background, fügt dann unter Add Image das Bild eurer Wahl ein. Ihr seht, ich habe hier einen Basic Training Ordner, in dem ich einen Background schon vorgefertigt finde. Den kann ich öffnen, einfügen und nicht vergessen, die Transparenz auf 0 stellen, weil sonst werdet ihr nicht sehen bei 100% Transparenz. Und zum Schluss das Image Fit auf Fit stellen, damit der Hintergrund auch schön auf die Report-Seite passt. So, das war die erste Aufgabe. Als nächstes haben wir die Textbox Sales Analysis. Okay, dann gehen wir wieder zurück in unseren Report, gehen auf Insert, auf Textbox und ihr seht, hier öffnet sich gleich eine Textbox. Dort kann ich jetzt meinen Text eingeben, Sales Analysis, kann diesen dann ganz gewohnt, wie ihr das auch aus dem PowerPoint kennt, mit der Bar, mit dieser ja, Taskbar daneben einfach größer stellen. Und ihr seht, zack, geht relativ schnell. Allerdings habe ich jetzt hier noch so einen Hintergrund. Den könnt ihr ausschalten, wenn ihr auf die rechte Seite geht, den Background ausschaltet und dann wird der Background nämlich transparent. Könnt das entsprechende Textfeld dann einfach in die entsprechende Position ziehen. Und das war's schon mit der zweiten Aufgabe. Die dritte Aufgabe: Ein Logo einfügen. Okay, wie füge ich ein Logo ein? Finde ich auch unter Insert. Images bzw. Bild und in meinem Ordner habe ich auch das entsprechende Logo. Klicke es an, öffne es und zack, das Logo ist da. Ich kann es in die Ecke schieben, ein bisschen kleiner ziehen. Die Skalierung geht relativ fix. Und das war es auch schon mit der zweiten Aufgabe. Die dritte Aufgabe war eine Textbox mit dem Namen Filter. Okay. Statt jetzt wieder auf Insert und Textbox zu gehen, nehme ich einfach die vorhandene Textbox, klicke sie an. Steuerung C, Steuerung V, dupliziere sie, markiere den Text hier drinnen, entferne ihn und schreibe den neuen Text hier rein, das ist Filter. Markiere den Text dann auch noch einmal, setze ihn etwas größer. Und ihr seht, er hat auch gleich die Einstellung übernommen. Der Hintergrund ist nämlich nicht angeschaltet, so wie standardmäßig, wenn ihr eine neue Textbox einfügt. Ihr seht, wenn ich die Textbox zu klein mache, dass hier so ein kleiner Balken erscheint. Das ist einfach ja, dem geschuldet, dass das Element, also dieser Text, nicht in die Box passt. Wenn ihr es ein bisschen größer zieht, verschwindet der Balken dann auch wieder. Genau, das war's mit der ersten Übung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns bei der nächsten Übung.